beginnt die Rheinische Tiefebene. Und im Südzipfel dieser Tiefebene befindet sich ein großer Naturpark, Kottenforst Wille, 88.000 Hektar groß. Und ein Teil dieses Naturparkes ist das Forst am Bonn. Und hier soll heute auf Schalenwild vornehmlich auf Sauen gejagt werden. Ein Erholungsgebiet und eine Drückjagd auf Sauen, ein Ballungsgebiet und viel Wild. Wie passt das zusammen? Wir werden es im Laufe unserer Sendung zeigen. Und ich hoffe, Sie haben viel Vergnügen. Der Leiter des Forstamtes Bonn, Uwe Schalmerich, begrüßt die Gäste der heutigen Ansitzdrückjagd. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich darf Sie auch im Namen von Herrn Happ sehr herzlich begrüßen zur Ansitzdrückjagd in den Revieren Schönwaldhaus und Röttgen. Ich starte die Forstamt Bonn, Kottenforst Wille. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Keine Spießer, bitte, sondern nur solche. Freigegeben sind geringe Dammhirsche vom zweiten und dritten Kopf, Dammtiere und Kälber, Sauen bis 50 Kilogramm, Ricken, Kitze und Füchse. Liebe Zuschauer, ich habe neben mir den Forstamtsleiter des staatlichen Forstamtes Bonn, Uwe Schalmerich. Herr Schalmerich, das Forstamt Bonn ist ein Teil des großen Waldgebietes Kottenforst Wille. Welchen Teil nimmt dieses Forstamt ein? Ja, man kann es eigentlich umgekehrt sagen. Das Waldgebiet Kottenforst Wille ist ein Teil des Forstamtes Bonn. Wir sind ja noch relativ groß. Und Kottenforst Wille, dieser Höhenrücken, das ist eigentlich unser Rückgrat, sage ich mal. Mhm. Das Forstamt Bonn ist 80 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Also eine sehr lange, ich kann nicht so schnell rechnen. Rechnen Sie mal, wie viele Hektar das sind. Wir haben 1100 Quadratkilometer Oberfläche und Wald 22.700 Hektar insgesamt. Und wie viele Revierförstereien sind hier vorhanden? 13 Revierförstereien haben wir, wobei 9 mit Staatswald sind und sind 4 dann, die haben überwiegend Privatwald. Von der Bestockung her, was ist die Hauptbaumart? Ja, wenn Sie sich hier umschauen, hier sind vor allem Eichen, wir haben Buchen, Hainbuchen, Winterlinden, das ist so unsere Spezialität, aber auch Esche, Edellaubholz, Vogelkirsche. Wenig Nadelholz, nur 10% Kiefer, Fichte, Douglasie. Nun befindet sich dieses Gebiet ja mitten in einem Ballungsgebiet Bonn, Köln und das Ruhrgebiet ist auch nicht weit. Wie kommen Sie mit der Waldbewirtschaftung, Wildbewirtschaftung und dem Tourismus klar? Ja, das ist unsere Hauptaufgabe, das unter einen Hut zu bringen. Und das ist nicht immer einfach, denn die meisten Leute, die so im urbanen Raum leben, die haben für Natur und für gerade für Wirtschaften in der Natur nicht mehr viel Verständnis. Deswegen haben wir ein Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das vor allem die Aufgabe hat, das zu vermitteln. Und wir müssen natürlich alle Maßnahmen, egal ob wir jagen oder Holz- und Forstwirtschaft betreiben, müssen wir das so machen, dass das akzeptiert wird. Das heißt, bei der Jagd speziell, dass keiner sich beeinträchtigt fühlt, dass nicht viele Autos im Wald sind und solche Dinge. Und bei der Forstwirtschaft, dass wir eben keine großen Rückespuren machen und dass die, ja, ich sag mal, die Belästigung in Grenzen gehalten werden. Und man muss den Leuten immer wieder klar machen, dass wir hier schon in der Lage sind, Holz zu produzieren, einen umweltfreundlichen Rohstoff bereitzustellen. Und es wäre schade, wenn wir darauf verzichten würden. Schalmerich, letzte Frage zum Tourismus. Gibt es bei Ihnen einen bestimmten Managementplan, wie Sie das regulieren? Wir haben natürlich ein Wegenetz, was wir nach ganz speziellen Gesichtspunkten unterhalten, weil das die einzige Möglichkeit ist, Besucherströme überhaupt zu lenken. Und man muss ein gutes Angebot machen. Wir tun das hier für Jogger, für Skater. Wir tun das auch für Reiter, wir haben ein ganz ausgedehntes Reitwegenetz und die Masse der Besucher hält sich auch an dieses Netz und dadurch sind dann die Zonen dazwischen durchaus so ruhig und das sehen Sie ja hier auch, dass sich auch gute Wildbestände dort halten können. Insofern können wir doch die Mehrfachnutzung unseres Waldes hier ganz gut unter einen Hut bringen. Ich hoffe, dass es Ihnen weiter gelingt. Ja. Waldmann Zeil, alles Gute. Vielen Dankeschön. Dank. Der Kottenforst hat eine lange jagdliche Tradition. Bereits im 7. Jahrhundert war er bevorzugtes Jagdgebiet der fränkischen Herrscher.
Im 10. Jahrhundert fiel das Gebiet an die Erzbischöfe von Köln, unter denen besonders der jagdfreudige Clemens August in der Barockzeit hervorstach. Er ließ auch die noch heute vorhandenen schnurgeraden Jagdbahnen anlegen. Revierförster Norbert Happ weist den Schützen die Stände zu und gibt die Schützenkarten für Wild- und Jagdbeobachtungsnotizen aus. Sobald die Schützen verteilt sind, machen sich die unabhängig voneinander agierenden Treibergruppen auf den Weg. Der Forstamtsleiter selbst scheut nicht die Mühe, mit durchzugehen. Gerade einmal 4 Hunde sind im Einsatz. Diese sind besonders in den fast undurchdringlichen Brombeerverschlägen nötig, denn hier schieben sich die Sauen nur zu gerne ein und haben regelrechte Tunnels ausgelaufen. Da schießt man nicht drauf. Einer Bache mit noch gestreiften Frischlingen folgt ein geringer Keiler, aber über 50 Kilogramm. Eine Ricke, aber an eine Schussabgabe ist auch hier nicht zu denken. Mittags versammelt sich die Jagdgesellschaft am Jägerhäuschen. Liebe Zuschauer, neben mir ein bekanntes Gesicht, Norbert Happ, überregional bekannt als Schwarzwildexperte. Wir sind heute zu Gast in seinem Heimatrevier, will ich mal sagen, im Kortenforst, im Forstamt Bonn. Er hat die jagdliche Leitung dieser Drückjagd. Herr Happ, ein Ballungsgebiet mit sehr viel Freizeitbedürftigen, mit sehr viel Erholungssuchenden und eine Drückjagd in diesem Revier. Ihr Forstamtsleiter hatte schon gesagt, das erfordert sehr viel Managementprobleme und Managementstrategien. Wenn Sie heute eine Jagd hier organisieren, nach welchen Kriterien wird diese Jagd durchgeführt? Also zunächst mal ist der Sicherheitsaspekt, das hat Herr Schöllmurich Ihnen wahrscheinlich gesagt, der allerwichtigste Aspekt. Und wir müssen
dann Beute machen. Und zwar den Jagddruck, der ja größer ist, als viele Jäger annehmen, konzentrieren auf einen Tag. Wir haben vor 32 Jahren eine Strategie entwickelt, 1968 haben wir damit angefangen, dass wir nicht mehr die Drückjagd herkömmlicher Art, die wir früher gemacht haben, Dickung umstellen, Treibereien, Sauen sprengen, dass wir das nicht mehr machen. Das war sehr ineffektiv und war auch gefährlich. Es wurde vom Boden ausgeschossen. Das ging nicht mehr. Dann haben wir ein System entwickelt, dass wir von erhöhten Ständen aus grundsätzlich nur schießen. Wir haben zunächst mal die vorhandenen Dammwildhochsitze von der Dammwildpumpe genommen. Das hat sich ganz gut bewährt. Wir hatten bei der ersten Jagd, da erinnere ich mich sehr genau, ich führe Statistik seit Beginn, 15 Stück Schalenwild. Das war für uns also eine ganz gewaltige Angelegenheit. Und inzwischen sind wir angekommen bei Strecken zwischen 40 im rechnerischen Schnitt und über 100. Das haben wir also schon gehabt. Es geht eben nach der Strategie, die Jäger sind überall verteilt. Die Stände müssen natürlich genau ausgesucht werden, an Wechseln stehen, nicht an Freiflächen, wo es Wild zu flüchtig ist. Das Wild ist überall, die Treiber sind, wenn sie so wollen, überall. Das heißt, die gehen in gewissen Linien, aber gegenläufig, damit das Wild immer von einem Sprengel zum anderen zieht. Wir setzen ganz wenig Hunde ein. Meine Strategie ist, so viel Hunde wie nötig, aber so wenig wie möglich. Wir wollen das Wild nicht sprengen. Wir wollen also ansprechen können, den sozialen Zusammenhang des Wildes erkennen, in der Rotte, im Rudel. Und dann können wir den Eingriff in die Jugendklasse machen. Wir haben ja da sehr nicht starke Begrenzungen, aber wir beschränken uns auf die Jugendklasse bei allem Wild, weil das Ansprechen des anderen Wildes auf der Drückjagd eben sehr schwierig ist. Das machen wir auf der Einzeljagd, Wachenabschuss, Keilerabschuss und möglichst auch beim Dammwild, den Kahlwildabschuss in Bezug auf die Alttiere, weil es da auch sehr wichtig ist, dass man, wenn man ein Alttier schießt, das Kalb mitschießt. Und das ist bei der Drückjagd unter Umständen so, dass das Rudel auseinanderkommt. Das kann passieren. Also wir beschränken uns da auf den Jugendklassenabschuss. Und so läuft das eigentlich dann ganz gut. Bevor wir noch ein bisschen intensiver auf die Wildarten zu sprechen kommen, Herr Hab, wie viele Büchsen sind heute auf dieser Jagd und welche Fläche wird bejagt? Also wir haben das so, dass wir den Staatswald bejagen auf einer Fläche von etwa 1400 Hektar. Auf dieser Fläche sind rund 50 Schützen, aber es werden einlappende Reviere, die also in diesen Staatswald irgendwo hereinragen oder angrenzen, werden mitbejagt. Die Reviere besetzen offiziell ihre Stände mit. Die Schützen erscheinen morgens, erscheinen mittags, erscheinen abends, also das ist eine gemeinsame Jagd. Und dann können Sie zu den 50 nochmal etwa 15 dazurechnen, also 65 Schützen insgesamt. Und ich habe mal gesagt, wenn man ein halbes Stück pro Schütze, ein halbes Stück Schalenwild erreicht, ist die Jagd gut. Unter einem halben Stück ist es morgens, ab einem Stück aufwärts ist es sehr gut. Und wir kommen öfters darüber. Nun haben Sie ja Staatshaus und Privatjachten arbeiten flächen- und revierübergreifend zusammen. Das ist natürlich ein absolut nachahmenswerter Ansatz. Wie sieht denn das mit den Hegegemeinschaften hier aus? Die sind wahrscheinlich auch noch integriert in diese Hegegemeinschaft, die Sie zusammen Staatsforst, Privatjachten initiiert haben. Ist eine ganz interessante Konstellation. Wir haben einen Dammwildring seit 1961. Der streckt sich auf das gesamte Bonner Gebiet, also den früheren Landkreis Bonn. Das geht also heute über mehrere Reviere, Privatreviere, Staatswaldreviere. Und dann ist das Ganze nochmal unterteilt. Das hängt mit technischen Dingen zusammen. Eine Autobahn geht durch, die ist abgegattert ohne Durchlass. Und wo wir hier uns befinden im Moment, das ist ein südlicher Teil. Das sind 1500 Hektar Staatswald. Da kommen noch etwa 2000 Hektar Privat- und Kommunalwald dazu. Das ganze 3.500 Hektar Wald, dazu 1.500 bis 2.000 Hektar Feld, separiert von allen anderen, etwas abgegrenzt einmal durch die Autobahn, durch die Besiedlung des Rheintales. Es ist also eine Halbgattersituation und da haben wir uns innerhalb des Oberkopfs eines alten Dammwildrings nochmal in einer Untergruppe zusammengeschlossen, der Hegegruppe Kottenforst Süd. Und da funktioniert das also hervorragend. Wir kommen mit dem Dammwild recht gut zurecht. Wir haben das Problem beim Dammwild, dass wir die alten Hirsche, die wir haben, nicht kriegen infolge aller möglichen Einwirkungen, vor allem Pilzsammeln und was es so im Herbst dann gibt, in der Zeit der Wunft. Beim Schwarzwild ist es kein Problem. Wir schießen auf dieser Fläche von etwa 3.500 Hektar Wald und 1.500 Hektar Feld jährlich 8 Erntekeile, die also wirklich dann auch in der jagdbaren Klasse sind. Also man kann auch der Einzeljagd. Man kann auch sagen, dass auf der heutigen Jagd eigentlich das Schwarzwild die Hauptwildart ist, die bejagt wird. Das Schwarzwild ist die Hauptwildart auf der heutigen Jagd. Sie wissen, wie es in diesem Jahr ist, infolge der Eichelmast. Ist die Bejagung auf der Einzeljagd, die ja eben auch bei uns zum Teil an Kirrungen erfolgt, zumindest in den kleineren Revieren, ja schier unmöglich. Die Sauen gehen nicht an die Kirrung. Und wir rechnen immer damit, dass in Jahren, wo Eichelmast ist, wir dann hohe Drückjagdstrecken haben. Wir leiden heute am heutigen Tag etwas darunter, dass wir noch keinen Winter gehabt haben. Die Vegetation ist noch sehr hoch. Sie haben es selber nicht erlebt, aber an Stellen, wo Kulturen sind, wo Gras ist, da sehen Sie unter Umständen die Frischlinge gar nicht. Sie sehen nur eine Bewegung und das macht uns heute etwas Kummer. Sonst wäre die Strecke auch größer, wie sie jetzt, also bis im Moment ist. Und ich erwarte heute Nachmittag noch einiges. Herr Hab, Sie haben eine Revierkarte mitgebracht. Hier können wir uns ja noch mal angucken, wie die Schützen in den einzelnen Treiben verteilt sind,
Wo ist jetzt die Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten Treiben? Sie sehen hier eine gerade Linie. Das ist eine der alten Yachtbahnen, kurfürstlichen Yachtbahnen. Das trennt das eine Treiben vom anderen Treiben, also Vormittag und Nachmittag. Und Sie sehen an diesen eingezeichneten Punkten mit den Zahlen dran, die Druckjachtstände. Das ist nicht meine Original-Revierkarte. Da sind noch viele andere Hochsitze drin. Die habe ich aber hier rausgenommen. Oder beziehungsweise nur, ja. Die speziell angefertigt. Mhm. Ich mache da so Rundfahrtkurse. Wir haben 3 Traktoren mit Anhängern im Einsatz. Wir fahren also rund und setzen die Schützen ab. Die gehen dann zu ihren Ständen hin. Überall in den Beständen drin, mit der nötigen Sicherheit auch zu den Wegen. Und auf den Karten, den Schützenkarten, die hier ausgehändigt werden mit Beobachtungen, mit Eintragung der persönlichen Strecke nachsuchen, was alles ist, da ist eben auch vermerkt, wenn irgendwo ein besonderer Gefahrenpunkt ist. Sie haben das heute Morgen sicher gesehen, da hatte ich bei Ihnen geschrieben, Reitweg zur Rechten oder zur Linken oder irgend so etwas. Ja. Das muss also sein, nach der neuen UVV muss das Schussfeld jedem angesagt werden. Mhm. Und wir können dadurch, dass wir eben erhöht schießen, in einer vertretbaren Entfernung, das muss ja jeder mit sich selbst ausmachen, aber in einer vertretbaren Entfernung bis zu 50 Metern, also gefahrlos schießen. Wir sollten auch vielleicht noch sagen, dass jeder Schütze, das erwähnten Sie eben ganz kurz, eine Karte mitbekommt, sodass hier die Beobachtungen eingetragen werden können, eventuelle Nachsuchen, eventuelle Kontrollsuchen und natürlich auch die abgegebenen Schüsse und das erlegte Wild. Wir haben solche Schützenkarten, da ist also die Standnummer drauf, der Name des Schützen, dann kriegt der Schütze ja für jedes erlegte Stück Wild eine Ohrmarke, da hat er seine persönliche Nummer nochmal drauf, die ist registriert. Ich möchte ganz gerne wissen, wer was angerichtet hat. Und vor allen Dingen wollen wir infolge dieser Marken auch vermeiden, dass wir doppelte Nachsuchen haben. Es kommen Stücke auf den zweiten Stand zur Strecke. Man kann es rekonstruieren, wenn man weiß, wer wo gesessen hat. Und kann anhand der Ohrmarke dann feststellen, wer hat es geschossen und wo kann es beschossen worden sein. Wir hatten heute Morgen den Fall, dass ein Schütze eine Sau laufkrank geschossen hat und die ist 1 Kilometer weiter zur Strecke gekommen und das lässt sich zusammenreimen, sodass man da diese Nachsuche dann eben sparen kann. Wir müssen ja eben die Nachsuchen sehr sorgfältig machen. Ein großes Anliegen, ein wichtiges Anliegen, ethisches Anliegen, dass man das also sauber durchzieht. Und wir haben seit über 30 Jahren eine anerkannte Schweißungsstation an Oberana hier im Forstamt Kottenforst, früher heute Bonn, und das läuft gut. Und was ist Ihr Tipp für heute Abend? Streckentipp. Ja, Hoffnung oder Tipp? Hoffnung wäre, wie wir es mal vor 3 Jahren hatten bei Eichelmast 80 Sauen. Das werden wir heute nicht erreichen. Da sieht die Vormittagsstrecke mir nicht nach aus. Mein Tipp ist, eine gesamte Strecke von Schalenwild zwischen 40 und 50 heute Abend. Gut, das wünschen wir uns allen. Das wäre ja auch schon recht schön. Dass wir dann also oberhalb der Murksgrenze sind. Waldmannsheil. Waldmannsheil Ihnen auch für heute Nachmittag. Alles Gute für heute Nachmittag. Danke. Alle über 50 Kilogramm. Dem Alttier folgt ein Kalb. Ihm gilt der Schuss. Das Alttier springt nach rechts ab. Vom Kalb ist nichts mehr zu sehen. Nach dem Treiben wird der Anschuss überprüft. Tatsächlich. Das Hirschkalb ist mit gutem Treffer am Anschuss zusammengebrochen. Ja, so ist das. Ei, ei. Wir stehen hier vor einer Strecke, die wir am heutigen Jachttag erlegt haben, die uns von der Zahl her vielleicht nicht ganz befriedigt. Von der Struktur sind wir eigentlich ganz einverstanden, mit kleinen Einschränkungen, was die stärkeren Sauen angeht. Dieser Tag war ein bisschen was Besonderes, weil es sehr warm war und der Wind auch aus der falschen Richtung kam. Deswegen sind die Sauen vielleicht nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem, wir haben insgesamt 5 Stück Dammwild, 36 Sauen und 12 Rehe erlegt. Und ich denke, mit dieser Zahl kann man durchaus doch zufrieden sein.